Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ultimate General Civil War mit den Konföderierten gegen die Unionisten. Schlacht, erste Schlacht von Franklin. 10. April 1863. Sie haben den Befehl, von Spring Hill in den Tennessee nach Norden vorzurücken und Franklin zu belagern. General Granges Armee lagert in der Nähe in der Stadt. Sie müssen ihn besiegen, um das Gebiet zu sichern. Ein Gefecht in Brentwood zwang General Granger dazu, seine Kavallerie zu schicken, um die Bedrohung zu beseitigen. Das ist unsere Gelegenheit, die Armee der Unionisten schnell anzugreifen, bevor die Unionskavallerie zum Lager zurückkehrt. Okay, wir greifen wieder an. Und wir hatten letztes Mal das erste Korb. Jetzt würde ich doch das zweite nehmen, damit die vielleicht noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Wir haben gerade 7 Mann auf Reserve. 7 Mann. Und auch das zweite Korb ist noch nicht so weit, wo ich sagen muss, dass wir alle auf 2000 haben. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Gucken wir mal. Die Unionisten haben 2 Meilen südlich der Stadt eine komplette Division aufgestellt. Bisher wurde noch keine Yankee-Kavallerie gesichtet. Wir können jetzt schnell vorrücken und das Unionslager angreifen, bevor die Kavallerie eintrifft. General, das ist keine einfache Aufgabe, denn obwohl unsere Armee stärker ist, warten sie hinter einem starken Erdwall auf uns. 2000. Gut, das sollte trotzdem funktionieren. Tja, also hier haben wir schon mal Wasser. Das finde ich scheiße. Da ist die starke Erdwall. Das heißt, ich werde meine Armee jetzt hier komplett an der rechten Flanke vorbeiführen. Wir haben hier nur so einen kleinen Fluss. Und hier können wir... Ach. Ich weiß nicht mehr, ob da ein Übergang ist bei dem Fluss. Ich glaube, wir müssen da durch. Wir kämpfen uns jetzt da trotzdem durch. Gucken, ob das richtig ist. Nein. Ich habe eine Kanone. Der Kavallerie erstmal nach vorne. Kanonen, dass ich trotzdem in die Richtung gehen. Gehen. In diese Richtung. Da oben im Fluss werden wir gekommen. Da auch. Ein schmaler Fluss. Wollte ich nur mal wissen. Versuche trotzdem hier diese Ecke zu kommen. Ein bisschen Deckung. Wichtig ist, nur bis dahin. So! Zurück, zurück, zurück.
Da gibt's gleich einen auf die Nase. Schau mal an, da kommt's. Sehr motiviert. Ich hoffe, sie kommen weiter, bevor da dem Fluss, sag ich mal, halt. Nicht, dass er gleich hier die Situation ausnutzt. Nee, nicht. Gut, dann könnt ihr weiter. Gelassen. Nein, lieber nach. Na, hier kommen wir ins Kreuzfeuer. Und Attacke. Lasse ich euch auch mal frontal angreifen. Weiter. Feuer. Das war eigentlich eine richtige Reichweite. Kavallerie schicke ich da in den Wald. Lauf bitte auf das Gedrückt.
quasi die abgelenkt. Die laufen auf. Das heißt, die Kavallerie kann sich weiter töten. Weiter. Laufen. Gut, jetzt zurück. Ah, die laufen wieder. Rüber. Nachrücken ist das Zauberwort. Nachrücken. Schönes Wort, nachrücken. Auf diese Kanone, die soll sich nicht nochmal formieren. So, da haben wir schon die nächsten Einheiten formiert. Weiter. Hier drei, macht mal hier eine Linie. Weiter. Lass sie laufen, hol den Supply, das ist wichtiger. Supply. So, wir haben das Lager eingenommen. Wird nichts. Zurück mit der Kavallerie, zurückfallen. Wir haben sie nicht gekriegt, ist nicht schlimm. Wir leben noch. Könnt ihr die mal erschießen da? Die Kanonen? Feuer? Ich hole schon mal den General. So, Siegfried, geh auf ihn. Weiter in den Wald rein, weiter. So, und hier dann nochmal in den Wald hinten rum. Kanonen laufen. So, sie sind immer noch motiviert. Kann es ja nicht sein. Wie motiviert sie? Ach, schau an. Nee, hol den Supply. Verluste waren 500, ne? Dann gucken wir weiter. Die müssen wir jetzt hier ins Gebäude stellen. Und dann hat er Feierabend. Weiter. Weiter. So, rückt schon mal in die Mitte. Gut runterhalten. So, verdammt, die Yankee-Kavallerie greift an. Das Einzige, wovon ich noch Angst habe, ist diese Kanone da.
nicht aufgepasst, ist das keine neue Geschichte oder? Da hinten ist die Kavallerie. Stellung, falls er angreift, decken wir den. Jetzt ist die Einheit frei. Dann zurück. Halt! Kavallerie mal weg. Holen uns den Supply und laufen dann den anderen Leuten in den Rücken rein. Damit sich das hier mal ein bisschen löst. Halt! Ich hoffe, die laufen gleich wieder. Nein, tun sie nicht. Ah doch, die wollen weg. Halt, schießen. So, wir haben aufgeräumt. Dann lassen wir mal die Kavallerie. Wir bilden jetzt hier eine Linie. Achso, die sind noch nicht am Rennen. Doch nochmal. Wer ist denn eigentlich auf den? Eine kann. Dahin. Ja, wir waren glaube ich zu schnell, die Zeit brauchen, wir brauchen echt extrem viel Zeit. Hier hinten, falls der andere nochmal zurückkommt. Geht das?
Jo, jetzt heißt es eigentlich nur warten, oder was? Nachladen, ich hab den zweite. Und ich versuch's. Schieben wir auch weiter nach vorne. Halt, Feuer, schieß. Da marschieren auf einmal Einheiten. Wo kommen die denn her? Zieh die doch mal in die Mitte wieder. Der ist irgendwie wahrscheinlich hier dran vorbei. Ach, da ist auch wieder eine Einheit. Die Mitte. Und jetzt die weiter weg marschiert. Scheiße. Ausmanövriert haben sie uns also. Ah. Jetzt laufen die. Ey, ist doch scheiße. Die kleinen Popeleinheiten. Hauen auch nicht ab, ne? Laufen, los! Mal gucken, dass jetzt nicht noch mehr läuft. Ja, da hinten. Sind vier, verlieren's! Wir nehmen unseren Punkt wieder ein, das gibt's doch nicht. Kleinen Scheißeinheiten laufen links, rechts uns vorbei. Laufen. Gelbe Enten. Ach, Sieg. Also diese kleinen Einheiten, wenn das so ein hügeliges Gebiet ist, dann gehen sie natürlich links und rechts dran vorbei. Die haben 1,8 Verluste. Boah, ist okay. Wie viel kriegen wir dazu? 6.000? Nee, weniger. Dann haben wir 2.900 plus gemacht. Ja. Nicht viel. Wir besteigern unsere Punkte bei Medizin. Kriegen wir 18%, werden wieder hergestellt. Endlich da einhalten. Ne? Mehrere Verletzte gerettet werden. Auch mal, das ist zu wichtig. Versorgung ist gegeben. Ja, jetzt können wir quasi die 4000 hier reinstecken, damit der Korb wieder ein bisschen voller wird. Der ist auch voller Mann. Stärke bis auf 4, aber da hängt es auch, glaube ich, an den Vorgesetzten. Und ja, dann haben wir quasi dann hoffentlich unseren zweiten Korb auch einigermaßen wieder mit voller Mannstärke. Der dritte ist so lala. Aber der hat auch, ja, noch nicht so hohe qualifizierte Leute. Das heißt, wenn ich da jetzt 2000 reinballern würde. Grünschnäbel natürlich. Schlechtes Spiel. Gut! Wir kommen immer näher. Wir kriegen immer mehr Soldaten. Hier könnten wir nochmal 3000 bekommen. Ist aber nicht viel. Und dann wird es hier wieder interessant. Da kriegen wir 10.000. Das heißt, wir werden wieder 20 verlieren. Scheiße. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.